Um ein altes Löwenmaul zu finden, muss Lilly die gefürchteten keuchenden Moore überqueren. Klingt irgendwie klebrig und eklig. Die haben ja offensichtlich, offensichtlich Insektenspray im Blütenhönigreich. Naja, also ich befürchte, Matsch und Mücken werden ihre geringsten Sorgen sein. Und damit willkommen zurück zu Blossom Tales, The Sleeping King. Wir müssen nun, wie die Map uns auch schon sagt, hier nach rechts ins Moorgebiet. Und ja, Insektenspray habe ich leider wirklich nicht dabei. Hoffentlich brauchen wir es nicht. Wo sind wir denn hier? Glücksspiel Gabby. Hallo, Lust zu spielen? Ich präsentiere dir drei Truhen. Ein enthältliches und die anderen zwei. Na, wer weiß, ein Spiel kostet 30 Münzen. Na gut, ich bin ja reich. Die Mitte, die goldene Mitte, immer ist es die. Ich hab Schaden bekommen von ihr. Geht's noch? Natürlich nochmal. Ja, hier drin war's. Yes! Herzteil! Und was war jetzt hier drin? Werden wir wohl nicht herausfinden. Aber wir haben ein Herzteil. Das hat sich doch gelohnt. 60 Münzen dafür. Yippie. Naja, ist ja nicht so schlimm. König Orchidee, der Erste. Wow. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt nach unten. Ja, wir müssen einfach nur ganz schnell nach draußen rennen. Raus aus dem Königreich. Und dann schnurstracks nach rechts. Aber schaut mal hier. Dieser verräterische Hexer hat das seit Jahren schon geplant. Ja, aber warte mal, kann ich nicht hier mein Schwert verbessern eventuell? Ich habe an einem Waffenaufsatz gearbeitet, der dir gefallen könnte. Bring mir einen Silberbarren, ein handgefertigtes Stahlzahnrad und 20 Druidenfedern. Mit diesen Materialien kann ich meinen Waffenaufsatz für dich bauen. Okay, gut zu wissen, die Federn haben wir schon, aber den Rest nicht. Keine Ahnung, wo ich den Rest finden soll. Oh, danke. Oh, danke. Ich finde das aber so komisch, warum kann ich die umbringen für Geld? Und hier ist endlich der Shop. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe ihn komplett übersehen. Das erste Mal. Oh, ja, gib her. Geh einfach weg von mir. Dieses Herz kostet dich aber 250 Münzen. Ernsthaft? So viel habe ich nicht. Und der Trank? 100. Boah, schon viel. Das hier? Das ist ein handgefertigtes Stahlzahlrad. Ich hab gehört, das brauchst du. 200 Gold. Ja, das brauche ich am meisten. Und wir können es uns noch leisten. Also holen wir uns das. Fehlt nur noch ein Eisenbarren. Ich glaube, wir können auch im Menü nachschauen, ob wir alles haben oder nicht. Ja, da unten haben wir noch ein kleines Inventar mit Items. Pilzen, Federn und das Zahnrad. Ja, noch haben wir nicht alles, wie gesagt. Aber was denn hier? Lilly stöberte gerne in fremder Leute Häuser und nahm Sachen mit, die ihr nicht gehörten. Ja, ist nicht das erste Mal, dass wir es machen. Alles meins. Tja, Lilly hat wohl zu viel Pokémon gespielt. Oder Zelda. Oder beides. Naja, was soll's. Ich glaube, hier sind wir auf dem richtigen Wege. Aber wir sind immer noch nicht draußen. Oh, wir müssen noch weiter nach unten, um rauszukommen. Ja, gut, dass man hier einfach runterspringen kann. Das müsste es mal in neueren Spielen geben, finde ich. Dass man einfach überall runterspringen kann. Ich bin immer noch nicht da. Oh Mann, ja, ich sehe es auch hier. Was? Da oben ist der Schatztruhe, die ich übersehen habe? Wo komme ich denn da hin? Ja, danke, dass du mir aufmacht, aber wie komme ich da hin? Wie komme ich da hoch? Okay, seltsam, das habe ich noch nicht herausgefunden, aber wir können auch hier lang. Oho. Ich habe das Gefühl, hier sollten wir nicht sein. Und vielleicht ist hier was versteckt? Mhm. Ja. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Und wie? Genug Herzteile für ein komplett neues Herz oben in der Ecke. Yippie! Sehr schön. Ich hätte aber gerne wieder eins von diesen Gründingern gefunden, weil... Ne, wisst ihr, dann können wir unsere grüne Leiste da wieder aufpäppeln. Schön erweitern, vergrößern. Und ich glaube, ich habe gerade mehr nötig als Leben. Ja, okay, ich habe mich letzten Part sehr schlecht angestellt. All unsere High-Items, die wir hatten, verbraucht. Aber das wird nicht nochmal vorkommen. Bestimmt nicht. Ganz sicher, bestimmt nicht. Genau. So, Abenteuerruf, wie die Musik schon sagt. Aber wir hätten uns teleportieren können, ich Idiot. Hab ich vergessen. Und unglücklicherweise lag ein ganzes Banditenlager zwischen Lilly und den keuchenden Mooren. Ich werde die verstecken, ihr ganzes gestohlenes Zeug da. In Banditenverstecken ist doch immer eine Menge Gold gebunkert. Ja, ein weiterer Grund, das zu plündern, oder? Wir sind doch stark.
Das ist eine starke Frau. Oder Mädchen. Weiß ja nicht, wie alt wir sind. Wahrscheinlich noch ein bisschen jünger. Aber das geht schon fit. Bam! Und boom! Einfach weggesprengt. Ja, wenn es funktioniert. Ich meine, es geht um unser Leben. Und unser Erspartes natürlich. Wir haben gutes Recht, das zu tun, was wir hier tun. Oh, guckt euch den mal an. Die haben ihn gefoltert. Der Arme. Aber wir können zumindest seinen Schatz plündern. Die 5 Münzen, die er noch dabei hatte. Und das... Ey! Ey, verschwinde! Das ist doch nicht mein Problem, wenn ihr euer Geld unter euren Stühlen liegen lässt. Ich sammle nur ein, was ihr verloren habt. Da kann ich doch nichts für, ha? Noch einer von den Idioten. So, ich muss ja alles säubern, das ganze Land hier säubern von denen, damit die Leute wieder rein können. Da versteckt sich einer. Denkst du, ich töte dich nicht? Gerechtigkeit hat gesiegt. Jetzt ist dieser Ort wieder bewohnbar für normale Leute, die ja umherreisen. Ich würde nicht sagen, dass wir dazugehören. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Als Lily auf die Brücke zuschritt, wusste sie, dass sie in eine Falle tappen würde. Just dann erschien der Hauptmann der Banditen. Da meinst du wohl die Piratenkönigin? Nee, ihr Hauptmann war ein Banditen-Ninja. Piratenkönigin! Banditen-Ninja! Nur einer von euch hat recht. Willst du die Brücke bewachte? Ja. Piratenkönigin! Tut mir zwar ein bisschen leid für Chris, weil wir schon wieder ein zweites Mal gegen ihn gestimmt haben. Aber es ist ja kein so ein Storytelling-Game, wo man sich so entscheiden muss. Und da steht er in der Ecke, er merkt sich das. Nein, so ist es ja nicht. Wir können entscheiden, wie wir wollen. Und für mich sind das jetzt Piraten und keine Diebe. Warum auch nicht? Nur mal hart gegen Ruder, Smutje. Das hier ist nun mal unsere Brücke. Passieren darfst du nur ohne Kopfpärchen. Attacke, ihr moderiges Gesindel! Sprengt alle weg! Oh oh. Oh, das ist noch mehr als eine versteckt. Sei weg mit dem. Nein, sein ganzes Erspartes fliegt in den Wasser. Egal, was soll's. Glaub ja nicht. Glaub du ja nicht, ich sei so einfach zu boxen wie diese Dreck, diese Deckschrubber. Dreck und Deckschrubber, würde ich mal sagen. Bam und bam und bam. Die lebt noch. Die traut sich aber was. Ah, ein Vogel, ein Papagei. Ah! Frag mich, was für Attacken der andere gehabt hätte. Wow, 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 hatte ich viele von denen. Nein, es geht auch ins Feuer. Oder kann auch ins Feuer gehen, besser gesagt. Ja. Leider kann ich nicht so wegrollen. So ein Dodge Attack wäre doch cool gewesen. Oder ein Konter. Bah, weggesprengt. Die junge Ritterin besiegte den Banditenhauptmann. Hä? Das war die andere, na egal. Der Fahrt zu den keuchenden Mooren war nun frei. Und wir kriegen als Belohnung ein Herzteil. Das heißt, man kommt immer mindestens ein paar Herzen das ganze Abenteuer lang. Und man kann da nichts gegen tun, weil wir sind hier immer noch richtig. Wo geht's denn jetzt weiter? Ich kann mich jetzt gefühlt irgendwie frei entscheiden, wo ich lang gehe. Aber das kann ja nicht stimmen. Oder? Schauen wir uns das mal um. Mehr von euch. Ich kann die einmal erschießen. Komm her, komm her. Das ist natürlich alles nur eine Geschichte, Freunde. Keine Banditen wurden geharmt in der Mache dieses Spiels, dieser Geschichte, dieses Abenteuers. Keine Sorge. Und hier wohnt ihr? Ne, hier ist euer Schatz. Okay, stopp mal kurz. Da lag also einfach so eine Truhe, überspringst. Da lag einfach so eine Truhe rum in einer einsamen Höhle. Überspringst du schon wieder was? Natürlich nicht. Was ich gerade sagen wollte, gerade als ich Lilly der Truhe näherte, tauchte ein Schwarm von Ratten auf. Ah, Hilfe, Ratten, ah, Ratten. Das sind ganz brutal, diese Ratten. Ganz schlimm. Große Langfinger, weg. Das mit den Ratten war jetzt ein wenig zu einfach, Opa.
Ach so, nun ja, vielleicht waren das doch nicht die einzigen Feinde, die sich bekämpfen musste. Ach, danke Chris, was soll das? Jetzt auch noch Fledermäuse, wo sind wir hier? Boo Haunted Mansion oder was? Und wenn wir schon dabei sind, sie musste noch viel mehr Feinde bekämpfen. Ohoho, was sagt ihr nun, Kinder? Ich glaube, Opa ist endgültig durchgeknallt. Ich glaube auch. Zombies! Ich kann deren Gehirne einsammeln. Ich kann Zombie-Hirne einsammeln. Was denn? So war's. Entschuldigt, Kinder. Ich habe mich ein wenig ereifert. Aha. Okay, wofür brauchen wir denn 20 Hirne? Wollen wir noch mehr Zombies sehen? Anscheinend, oder? Na gut, wir haben genug Geld fürs Herzteil jetzt. Das hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Dieser lange Kampf. Und warum lebt ihr wieder? Ach, ich kann hier ins Wasser. Aber in das tiefe Wasser kann ich nicht. Aber ich kann so in die Pfütze reinlatschen. Okay. Irgendwann etwas. Und da ist noch ein... Oh, das sind viele Schätze. Ja, die nehme ich mir mal, oder? Warum auch nicht? Danke, dass du sie einfach hier offen liegen lässt. Schwachköpfe. Juhu. Schön. Wenn ich mich dann dran erinnern sollte, werden wir später nochmal in den Shop gehen und das Herzteil kaufen. Also ich habe schon vor, alles zu sammeln hier in dem Spiel, aber ich werde euch nichts versprechen. Weil ich dann natürlich noch nicht weiß, wie schwer dann alles sein wird, 100% und so. Und ob es auch Sachen gibt, die man nur ab bestimmten Zeitpunkten im Spiel bekommen kann, das kann ich auch nicht wissen. Wir spielen jetzt hier komplett blind. Aber insofern man alles auch ganz am Ende des Spiels bekommen kann, werde ich dafür sorgen, dass wir alles finden. Genau, diese Kiste hier mit noch mehr Geld. Fehlt noch einer? Oder irgendwas? Ich komme hier nicht durch. Hm? Bombe! Nee. Irgendwas stimmt hier nicht. Deren Banner wegsprengen? Nö. Ich kann damit nichts machen. Okay. Vielleicht ist das ja auch ein Rückweg? Ich meine, es geht ja noch ziemlich weit nach oben. Warum auch immer. Aber nee, hier kommen wir erstmal nicht weiter, wie es scheint. Na gut. Dann gehen wir zur Brücke. Wir können auch nach unten gehen, aber ich habe auch keine Ahnung, wo wir lang sollen. Obwohl, das scheint hier richtig. Keuchende Moore. Okay. Ja, hier sollen wir lang. Aber ich finde tatsächlich noch ein bisschen neugierig. Was kann man unten finden? Das gleiche wie oben? Ich meine, hätte ich nichts gegen. Noch mehr Geld. Weiß nicht, wie viel Geld man von Anfang an einsammeln kann. Komm, Mindestink, spring auf. Hm, schade. Oh, es ist wirklich noch mehr von... Ey, der hat mich hier rausgeschickt. Habt ihr gesehen? Ich habe mich gar nicht bewegt. Ich wurde einfach automatisch nach hinten geschleudert. Das sind Geister. Ah, wenn ich sie nicht anschaue, dann gehen die zu mir. Aber man kann sie auch killen mit einem Rundumschlag. Also, bam! Schön. Ja, war ein bisschen knapp, aber es hat alles gepasst. Und weiterer Schatz für Lilly. Yes, ein One-Up. Schön. Da ist er wie ein One-Up. Theoretisch. Fräulein Mähdrescher. Ich habe tausende von diesen Grasbüschen kaputt gemacht. Cool. Schätze ich. Mann, diese Fledermäuse nerven so sehr. Was? Soda? Die Geister lassen Soda fallen? Wieso das denn? Habt ihr ein bisschen Durst gehabt? Oder was? Okay. Oh, jetzt ein Teleporter wäre natürlich sehr schmackhaft. Sehr vom Vorteil. Bitte, Spiel. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da unten wieder. Ja, weiter runter geht's ja nicht. Ja, da kommen die Spinnen. Da kommen die Spinnen. Ah, weg, schnell. Hallo. Ich bin froh, dass diese Bäume nicht reden, anders als die in Golems Zuflucht. Das würde den Job hier nämlich sehr unangenehm machen. Dann schreien die Bäume rum. Oh nein, warum zerhackst du mich? Mach doch eine von den anderen Bäumen, die nicht reden können. Nur weil wir raue Kerle sind, heißt das nicht, dass wir eine gute Tasse Tee nicht zu schätzen wissen. Mein Kumpel war mal Holzfäller, aber er wurde entlassen. Hat sich aufgeführt wie die Axt im Walde. Haha, lustig. Warum sind die wilden Tiere plötzlich aggressiver als früher? Ja, wegen dem Hexer. Wir haben einen engen Zeitplan. Die Dorfbewohner brauchen Feuerholz, um zu überleben. Okay, so kalt wird es hier.
Mein Kumpel war mal Holzfäller, aber wurde... Ja, okay, gleicher Text. Schade. Aber du siehst besonders aus. Meinen ganzen Lohn verpulvere ich immer in der wippenden Blume. Ja, wo ist denn die? Ich weiß nur, hier ist ein Schatz. Eine weitere Schriftrolle von Elissa. Letzte Nacht habe ich vergessen, noch einen Schutzzauber zu sprechen und wurde von Banditen gejagt. Zum Glück bin ich über dieses Holzfällerlager gestolpert. Sie haben die Diebe aufgemischt und ließen mich dann am Feuer aufwärmen. Wir haben Lieder gesungen, Geschichten erzählt und Tee getrunken. Nette Leute. Müffelnd, aber nett. Ich sehe auch keine Dusche in der Nähe, also klar, dass sie müffeln. Hey, lass das! Achso, ihr meint das hier? Meine Güte, was ist denn los? Hasst ihr Holz? Ja, ich hasse Holz. Das hat mein Leben verändert. Ihr findet euch wohl ganz schön toll mit eurem schicken Schwert und Schild, hä? Ja, aber sowas von. Tja, jetzt müsst ihr wohl noch mal von vorne anfangen. Ist ja nicht mein Problem. Wir sind einfach jetzt böse geworden. Spontan. Ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Einfach die Option, dass ich es tun kann, war so verlockend. Okay, ja gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Warte mal. Den sehe ich ja erst jetzt. Ja, komm, spreng. Geht doch. Den sehe ich erst jetzt? Oh, bin froh, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Wow, hier ist noch einiges an Schätzen. Hier ist der wahre Schatz versteckt von den Banditen. Schauen wir doch mal. Juhu, springt ganz viel Geld heraus aus den Kisten. Ja! Wir sind reich! Yippie! Wow! Noch mehr, noch mehr! Ja! Ist das nicht zu viel Spiel? Und auch noch ein Herzteil! Also, jetzt werde ich aber richtig verwöhnt hier. Yippie! Kling, kling, kling. Die Bank freut sich. Oh, und vor allem der Staat, der freut sich. Die paar Prozente, die sie immer abkriegen. Und noch mehr! Ein Win-Win! Natürlich nicht für die Banditen, aber... Für alle auf der Welt! Wuhu! Ich habe wirklich das Gefühl, ich sollte noch nicht so viel Geld haben. Schau mal, wir haben fast 800 Münzen. Und das nur, weil ich diesen Ort auch gefunden habe vorher. Ja, hier waren nur 500 Münzen alleine schon drinne. Okay, nicht ganz, aber fast. Das ist extrem viel. Aber bedenkt, dass ein Herzteil, was waren das, 120 oder so wert sind? Ne, 220. Ach, keine Ahnung, irgendwie so um den Dreh. Oder waren das 250? Ihr wisst, was ich meine. Das war ja schon ein halbes Herzteil, also von dem, wie viel es kostet hat. Ne. Doppeltes Herzteil. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich verwirre mich gerade nur selber. Ah, und jetzt weiß ich, warum wir Geister überall sind. Weil wir jetzt mit Geistern zu tun haben werden. Das ist so ein Geistergebiet. Hör mal die Musik. Mit dem ganzen Gras hier. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Sonst ist hier nichts. Okay, jetzt sollen wir noch ganz rechts. Okay. Hier sieht man auch schon den Unterschied zwischen hellgrün, mittelgrün, dunkelgrün. Ja. Schon fast blau. Hey. Was soll das? Oh, was haben wir denn da? Ich glaube, da sind wir richtig. Aber ich bin den falschen Weg. Ja, ich bin falsch. Da kommen wir auch nicht lang. Ich bin den falschen Weg lang gegangen. Aber ich frage mich, ob man später noch so Soraflossen bekommt. Zum Schwimmen. Oder ähnlicheres. Kann ich hier noch lang? Ich würde zumindest mal ausgetestet haben. Man kann ja nie wissen, ob man ein Herzteil verpasst oder nicht. Deshalb schauen wir mal. Und ja, ich kann ja lang. Bist du ein Feiner? Guck dir den mal an. Hey! Oh, man kann die auch abschießen mit Pfeilen. Gut zu wissen. Ach, der spawnt die! Hey, auf damit! Nur wegen ihm sind die ganzen Geister hier. Oder wegen den Viechern. Und da war ein Natu. Habt ihr es gesehen? Ja, komm, ich ignoriere die jetzt mal. Ich habe schon genug geplättet. Außerdem haben wir ja was. Hallo? Sumpfkerl. Hallo, Reisenkamerad! Ich habe hier mein Lager aufgeschlagen, um einen Topf Pilze zu kochen. Die abgefahrenen Sumpfgase geben ihr ein stärkeres Aroma.
Das Problem ist, jeder liebt meine Pilzsuppe, sogar die Geister. Die wollen mir an den Kragen. Würdet ihr mich beschützen, junge Ritterin, während ich den Topf koche? Ja, großartig. Gebt euer Bestes und haltet sie fern, während ich mein Ding mache. Okay, wo kommen die denn? Oh, die kommen aber wirklich, auch wenn ich die anschaue. Ah, nein! Ah! Ist wie bei Cuphead. Schnell alle Geister verschwinden lassen. Ah, da hinten! Mann, musst du auch mitten in dieser engen Gasse hier stehen? Ich komme gerade noch so durch. Schnell! Ich kann mich schnell im Kreis drehen. Aber wie schnell können die Geister ankommen? Oh Gott! Nein! Er hat Schaden genommen! Oder die haben was von Pilzsuppe gefressen. Vielleicht habe ich jetzt so eine schlechtere Pilzsuppe. Oh, fertig! Oh, dank euch, junge Ritterin. Hier, wie versprochen, eure Belohnung. Bin mir sicher, dass euch damit eure Reise durch den Sumpf viel leichter fällt. Geistergulasch. Was haben wir jetzt bekommen? Ich dachte, wir kriegen jetzt die leicht angefressene Pilzsuppe, aber nein, wir kriegen was anderes. Lilly erhielt eine magische Halskette, die ihren Besitzer mit Schnelligkeit und einem festen Tritt auf jeden Terrain segnet. Sehr nützlich. Warte, was? Ehrlich? Rechts sind die Zutaten, klar. Ach ja, da unten. Das heißt, ich bin jetzt auf jeder Oberfläche schnell? Oha! Und das alleine nur wegen der Halskette? Okay, krass. Boom, boom, boom. Wir können so ein Rhythmusspiel machen. Aber wir werden jeden retten. From the beast about to strike. Denn hier scheint wohl unser Zielort zu sein. Hallo, Hexe. Skyrel. Was haben wir denn hier für ein hübsches Fräulein? So jung und voller Esprit. Ich suche nach Seelen. Sammelt 20 für mich und ich gebe euch dafür etwas Besonderes. Für alle weiteren 20 bezahle ich euch in Gold. Was ich mit ihnen anstelle, ist meine Sache. Seelen? Ach so, das ist keine Soda-Flasche. Das ist ein Glas mit einem Deckel drauf und eine Seele drin. Nein, nein, sie möchte 20 Soda-Flaschen haben. Die ist richtig durstig, aber so richtig durstig. Oh, eine große Flasche voller Pilzsuppe. Yes, endlich, die brauchen wir für irgendeinen Trade. Beim Vertilgen frischt Lilly ihre Energie auf. Hey, Opa, welchen Pilz kann man nicht pflücken? Weiß ich nicht. Na, den Glückspilz. Den Glückspilz kann man nicht pflücken. Naja, doch, eigentlich schon, oder? Wenn er geboren wird. Wird er gepflückt? Lilly fand einen Sonnenschein im Glas. Wenn sie sich den Trank genehmigt, wird sie für kurze Zeit unverwundbar. Also können wir die Pac-Man-Pille schlucken. Auch nicht schlecht. Wuff, wuff. Wie heißt der? Bucket? Oh, kleiner Bucket. Süßer kleiner Bucket. Okay, sollen wir dann eben schnell die Soda-Flaschen sammeln? Ich meine, ich muss ja einfach nur hier rein und raus gehen, alle Geister respawnen lassen oder mich generell. Na, genau, wir können uns einfach generell im Gebiet umschauen, dann später hierhin zurücklatschen, wenn wir alles haben, was wir brauchen. Dann gehen wir erstmal weiter. Hä? Warte mal, wer hätte nach rechts gekommen von hier? Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Ich hab keinen Weg gesehen. Hm? Schauen wir nochmal genauer. Ja, du spawnst ja mal neue Geister, was auch nicht schlecht ist, aber... Noch mehr Soda-Flaschen, sehr gut. Bam. Was denn, ist das eine Nervensäge? Hä, wo soll man denn hier von hier nach rechts kommen? Oben? Ach, warte, hier? Oh, hier kann man lang? Nee. Nö. Okay. Noch weiter wo? Na, hier ist gar nichts mehr. Nee, dann geht das nicht. Vielleicht von unten nach rechts und dann nach oben. Das ist jetzt zumindest das Einzige, was mir einfallen würde. Und das mit der Halskette ist wirklich sehr nützlich. Bin froh, dass wir es so früh im Spiel bekommen. Sehr hilfreich. Ja, okay, hier kann man nach rechts. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist schon mal ein Anfang. Speichern. Also hier waren wir noch nicht, vermute ich mal. Tschüss. Oh, eine Kiste. Die hat sich aber gut versteckt. Mit einer weiteren Schriftrolle von Elissa. Ich habe mich eine Weile bei der Hexe Skyrel ausgeruht. Sie ist nett, aber ich bin mir nicht sicher, warum sie so besessen von Sodas ist. Warum sie so gerne sowas trinkt.
Sie erwähnte auch eine magische Halskette, die sie irgendwo in den Sümpfen verloren hat. Ich muss die Augen dann noch offen halten, wenn ich zu den brühenden Grotten reise. Ja, die haben wir gefunden. Der Reisende hat die gefunden, aber er hat sie uns geschenkt. Weil dank uns konnte er endlich mal Essen machen. Ohne, dass er von Geister verfolgt wird. Und hier sind wir goldrichtig. Aber hier fehlt uns Feuer. Gut, hier ist Feuer. Ja, und hier brauchen wir dringend Feuer. Soll das so ein Drachenkopf sein? Sieht so ein bisschen danach aus. Aber warte. Oh, schön. Brühende Grotten, wir sind angekommen im Dungeon. Zweiter Dungeon. Ich weiß nicht genau, wie lange das Spiel geht, aber ich meine, es wird mehr als diese drei Dungeons geben. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, das wäre dann doch ein bisschen kurz. Verschwindet. Ach, Mist. Ja gut, hier ist Feuer, aber... Warte, kann ich das irgendwie so mitnehmen? Nö. Nee, das Feuer wird ja auch nicht mitgenommen. Wenn ich so schieße. Vielleicht von hier? Nee. Hä? Ja, ich brauch doch Feuer. Ich hab keine Laterne oder sonst was. Das bringt auch nichts. Mir fehlt das Feuer. Na gut, hier sind Fackeln. Geht das vielleicht? Von hinten, so? Auch nicht. Nee, Freunde, dann habe ich keine Ahnung. Dann gehen wir erstmal nach unten. Man konnte da ja auch noch nach unten. Ich glaube nach rechts nicht. Nee, hier ist die Welt zu Ende. Da unten sind noch drei Felder. Vielleicht kann man da unten noch irgendwas finden, was wir brauchen. Ein Item. Wir haben die Halskette hier gefunden. Vielleicht findet man da unten noch dann was anderes, was man dringend braucht. Kann ja sein. Schauen wir einfach nach. Würde ich sagen, und ich lasse mich gerade zu oft treffen. Muss vorsichtiger sein. So. Unter Sache. Hier ist so ein kleiner Zombie. Wie komme ich denn zu dem hin? Der ist auf seiner einsamen Insel. Jetzt reicht's aber. Komm schon. Ja. Ah, von links? Ah ja. Oh. Ja, hat er recht. Hier gibt's noch was. Obwohl, nein, ich meinte eigentlich unten die Bildschirme, da wo wir nicht waren. Kann man auch nicht hin. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir was gefunden, wo wir wahrscheinlich weiterkommen werden. Jetzt kriegt ihr doch endlich. Mein Gott. Ich mach's aber auch umständlich, ne? Hallo. Was für ein Zufall. Ich dachte gerade an meine Lieblingskundin. Ganz allein in einer gefährlichen Welt. Ich sage mich, wisst ihr? Aus dem Grund habe ich extra für euch einen Heiltrank aufgehoben. Der Gedanke an euch oder eine Flasche davon ist beunruhigend, um es milder auszudrücken. Aber auch ich brauche mein Auskommen. Wir kriegen 50 Gold. Er hat geschnuppert, dass wir sehr viel Geld haben. Und 50 Gold ist die Hälfte von dem, was das im Laden kostet. Und ja, komm, wir haben ganz viel Geld. Ich brauche Healing. Nehmen wir mit. Aber was noch mehr? Nö, gar nichts. Ernsthaft, ich bin den ganzen Weg hochgerannt, nur damit du mir sagst, du hast einen Zaubertrank mehr nicht. Das ist nur ein Heiltrank, das ist ja nichts Besonderes. Das ist wirklich enttäuschend, wenn ihr mich fragt. Ja, dann ist die einzige Wahl, jetzt doch noch nach unten zu gehen. Die drei Bildschirme, wo wir nicht waren. Bestens so wenig zu kämpfen wie möglich. Und schau mal, das ist ein Brunnen. Aha. Was wird sich wohl in diesem Brunnen verstecken? Vielleicht ein Schatz? Schauen wir doch mal, was lesen? Altmoos Wunschbrunnen. Wünsche zu erfüllen, das ist mein Ding. Nur 10 Münzen für einen Wunsch. 10 Münzen für einen Wunsch. Steht da an dem Schild. Machen wir. Ding. Oh, hey, danke. Magischer Wunschbrunnen. Was habe ich bekommen? Ist das eine Pilzsuppe? Machen wir nochmal. Sorry, dass der letzte Wunsch nicht ganz klappte. Mit 50 Münzen biege ich es gerade. Okay. Da mehr Geld. Ein One-Up brauche ich nicht. Was noch mehr? Du meine Güte, das ist jetzt aber peinlich. Okay, 100 Münzen und ich bekomme das hin. Das ist ein richtiger Scam. Aber egal. Machen wir. Warum nicht? Das ist schon mal besser. Elissas Schriftrolle. Nicht mal die Novizen wissen, warum es an diesem Ort so spukt. Sind nach einem Krieg die Leichname der Krieger unter die Wasseroberfläche gesunken? Oder üben Hexen dort heimlich ihre schwarze Magie? Ich glaube eher als Zweiteres. Ich würde gerne mal wissen, warum dieser Ort schlimmer riecht als die...
als die Quartiere der Ritter. Ich werde wohl noch ein paar Wochen danach stinken, wenn ich hier rauskomme. Naja, falls ich hier rauskommen sollte. Oha. Gib mir noch eine Chance, bitte. Das waren 50 Münzen. Ich verspreche, du wirst es nicht bereuen. Boah, ey, du beutest mich komplett aus. Ich hab gerade ausgebeutet. Jetzt werde ich ausgebeutet. Machen wir. Yes, hat sich gelohnt. Wir haben 4 zusammengesammelt und haben jetzt eine weitere Erweiterung von unserer Leiste. Ja, okay. Leider ist es so wie erwartet nur so ein bisschen erweitert worden. 500 Münzen. Echt, nur 500 Münzen. Jetzt gilt's. Ich kann's fühlen. Aber ich habe keine 500 Münzen. Dann halt nicht. Boah. Dafür erwarte ich aber dann einen Herzcontainer. Also ehrlich. Das ist ja Wucher. Oh Mann, habe ich mich so über Geld gefreut und jetzt habe ich das meiste schon weg. Echt traurige Welt. So schnell kann das gehen, Freunde. An dem einen Tag kriegt ihr Gehalt und dann 2 Tage später habt ihr schon alles ausgegeben. Für alles mögliche, was ich jetzt nicht nennen werde. Ich kopiere es nicht, da waren wir ja gerade. Okay. Also der eine weiße Spot da unten, da will ich noch eben nachschauen gehen, ob da was ist. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Bei uns fehlt ja offensichtlich noch irgendwas. Nein! Nein, die Flasche ist ins Wasser versunken. Oh nein, wie schrecklich. Wie schrecklich. Das werde ich noch öfter sagen, wenn ich nicht herausfinde, wie es weitergeht. Komm schon, hier muss doch jetzt die Antwort sein in diesem Bildschirm. Aha. Was haben wir denn hier? Große Insel. Da können wir rauf. Okay, schon mal anfangen. Das ist schon mal ein Anfang. Hallo? Archäologe, schon wieder. Ich habe gerade eine umwerfende Entdeckung gemacht. Seht ihr das Loch da? Darin befindet sich eine mythische Feenkreatur. Bedauerlicherweise will sie nicht mit dir sprechen. Mit mir sprechen. Aber hey, vergesst die Fee. Ich suche nach diesem sagenumwobenen Wunschbrunnen. Keine Ahnung, was der kann, aber er ist bestimmt ganz hübsch. Es soll außerdem eine große Statue geben. Nördlich davon liegen die brühenden Grotten. Es heißt, der furchteinflößende Eingang wurde vor langer Zeit von Feuermagiern gemeißelt, um Reisende abzuschrecken. Du sagst also, hier in der Höhle ist eine Fee? Schauen wir doch mal von uns selber, ob sie mit uns reden möchte. Warum sieht der Felsen so komisch aus hier? Sticht so heraus, aber leider scheint mir nichts zu sein. Okay, das ist richtig Zelda-like. Lilly konnte ihren Augen nicht trauen. Vor ihr befanden sich 2 Erdfeen. Ja, eine große und eine kleine. Hallo. Blub, 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 blub. Willkommen, Abenteurer. Wir spüren einen tapferen und wohltätigen Geist in euch. Bitte erlaubt uns, euch mit einem Geschenk zu segnen. Ja, sage ich nicht nein zu. Danke. Ein Herzteil. Und du willst dich reden? Ihr wollt noch eines? Jetzt macht aber mal halblang. Okay. Du willst mir sagen, das ist ein Videospiel, wo man nicht in einen Wasserfall rein kann? Nein. Achso, ich wurde geheilt, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe nur gesehen, dass ich, als ich reintrat, low bei meinem Leben war. Ich hatte nur 3 Herzen. Jetzt habe ich hier die Wand gesprengt. Und ich dachte, boom, weil sie alle Herzen flackern. Ich bin tot und musste eine One-Up benutzen, aber nein. Das Wasser heilt ein, glücklicherweise. Aber Tatsache, wir haben hier immer noch nicht herausgefunden, wie es weitergeht. Dann. Ja, dann ist das ziemlich traurig. Da muss ich mich noch ein bisschen weiter umschauen und der Typ ist abgehauen. Hm. Aber mal ehrlich, irgendwas fehlt doch. Wie soll ich Feuer machen? Oder wie kann ich das Feuer von oben mitnehmen? Wie mache ich das? Irgendwie muss das doch gehen. Irgendwie muss das doch klappen. Vielleicht mit der Hilfe von der Hexe kriegen wir das hin. Vielleicht müssen wir jetzt erstmal 20 Dinger sammeln. Na gut, ich schätze, dann werde ich das wohl eben machen müssen. Jetzt habe ich zu den Grotten und dann werde ich das von dort aus machen. Oh. 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 Na gut. Habe ich nicht gesehen.
Was soll ich sagen? Ach, okay. Also du willst mir sagen, der Fall kann die Treppen hochsliden. Aber von oben kann ich das Ding da hinten nicht erreichen. Okay, Spiel. Meinetwegen. Akzeptiere ich. Vollkommen. Total logisch, klar. Die Moore waren eine große Herausforderung, aber Lily meisterte sie lebend. Der Drachenkopf brüllte nun und enthüllte den Eingang zu den brünen Grotten. Schade, dass man das nicht sieht wie in den Wolken. Der Pfad zu den brünen Grotten war nun offen. Ja, aber er hat's erst gemacht, nachdem du es gesagt hast in der Geschichte. Egal, gehen wir hinein in den zweiten Dungeon. Schwefelgestank begrüßte die junge Ritterin, als sie ihre ersten Schritte in die brühenden Grotten machte. Lava brodelte unter dem Boden und lebendige Flammen tanzten im großen Saal. Ich sehe es. Ach, ich kann die einfach erlöschen. Ich kann sie einfach erlöschen. Einfach draufhauen. Oder mit dem Pfeil. Dann gehen sie weg. Aua! Okay, da nicht reinfallen. Da brennen wir dann nur. Die Musik ist cool. Hilfe, das ist ein Dämon! Da! Mach ich gegen den! Mach du mal irgendwas? Na gut, er fliegt auf mich zu, aber sonst hat er noch nichts gemacht. Hatte keinen besonderen Angriff. Nichts, was ich gesehen hätte. Da brauchen wir einen Schlüssel. Tschüss, tschüss. Geh was mal oben lang. Oh, das ist ein großer Turm nach oben. Okay. Die ganzen Drachenkörper hindurch, oder was? Was geht denn hier ab? Oh, wir müssen uns beeilen. Hey, ich muss weiter. Hier lang. Nein, doch nicht. Ich muss zurück, aber noch nicht ganz. Nein, warte, noch nicht. Ja? Ist er noch unten? Ja, aber warte mal. Ist das denn richtig, wenn ich jetzt noch unten gehe? Aber ich hab doch jetzt die Tore aufgekriegt, oder nicht? Das war doch der dritte Schalter, nicht? Nein. Aber es sah so aus. Es sah genauso aus wie der andere Schalter. Und ich bin tot, oder? Boah, ich habe viel zu viel Schaden genommen dadurch. Aber nein, ich lebe noch. Noch ist in Anführungsstrichen alles gut. Hilfe! Hilfe! Hier brennt's! Ah, 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 Hilfe! Hier brennt's gewaltig! Ich hab Angst! Okay. Lebendig durchgeschafft. Halbwegs. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Das sind die Lungen vom Drachen. Hab ich das Gefühl? Warum ist sein Körper so aus so einem... So ein Stein gefühlt. Keine Ahnung, vielleicht sind wir auch nicht in einem Drachen drinne. Vielleicht ist der Kopf nur der Eingang und das war's. Weiß es ja nicht. Ist ja nur eine Geschichte. Vielleicht ist es so ein bisschen wie in Mario Bros. 2. Das ist ja auch alles nur eine Geschichte. Die gehen ja auch einfach so einen Rabenkopf rein. Ohne Grund, ohne irgendwas. Einfach so random. Das ist hier so eine ähnliche Situation. Und oh Gott, ich habe Fehler gemacht. Okay, Trank. B. Gut. Ich muss den benutzen. Okay, geh mal durch. Mann! Ach, Vollidiot. Das Vieh hat mich halt verwirrt. Ich hätte mich zuschlagen sollen. Naja, egal. Jetzt geht's rechts weiter. Verstanden. Alles klar. Und wir wissen ja auch vom letzten Dungeon, dass ein Dungeon sehr lange ist. Also. Ja. Ungefähr so lang wie ein Zelda-Dungeon. Manchmal sogar länger. Es kommt immer auf das Zelda-Spiel an, finde ich. Aber bei manchen Zelda-Spielen sind die Dungeons sehr kurz. Manchen sehr lang. Das gehört auf jeden Fall zu den längeren. Würde ich behaupten wollen. Aber wieder sowas. So ein Spielchen. Es werden mit uns Spielchen hier gespielt. Bin ich nicht lustig. Ich hab schon Lustigeres gehabt. Aber egal. So, hier können wir in einem Grid gehen oder besser geradeaus. Oh, wir müssen aber vorsichtig sein. Kommt ein Hothead auf uns zu.
Da vorne noch viel mehr. So knapp. Hätte ich machen sollen. Egal, das halbe Herz nehme ich in Kauf. Damit schnell weitergeht. Ist auch oben? Ja. Okay. Okay. Kamera muss sich nicht so viel bewegen. Es reicht schon, wenn du ein Stückchen machst. Oh, wir sind durch. Und aus dem anderen Raum heilt es hinein. Richtung Truhe, wo wir einen Schlüssel finden, der uns mittendurch hindurchbringt. Aber spring nicht in die Flammen da rein, bitte. Okay, gut, danke. So, aufmachen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Und runterspringen, schnell, schnell, schnell. Gut. Bevor das geht, muss ich nicht den Weg außen rum gehen. Das war erst der Anfang. Was uns doch hier alles erwarten wird. Oh, wieder ein Rätsel. Ah ja. Ein Schieberätsel, wie mir scheint. Dann schieb mal, Mädel. Hä? Was denn gerade? Sieht komisch aus. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das schon kaputt gemacht habe. Ah doch, habe ich. Der mit. Der hier kommt nach unten. Die Animation. Hände ein bisschen nach vorne. Ach komm, das. Mann, das war's versehen. So, ganz vorsichtig. Sei ganz vorsichtig. SpongeBob. Sei ganz vorsichtig. Pass auf, ja, pass auf. Mann! Was habe ich gesagt, SpongeBob? So, jetzt versau es nicht. Danke. Wieder ein, zwei Minuten später. Okay, zwei Minuten jetzt nicht, aber trotzdem. Das war schon ein bisschen nervig. Ich glaube, jetzt sind wir im Hauptgebäude, Hauptraum, wenn man so will. Ist das wirklich ein langer Weg nach oben? Hm. Wo führt mich das hier hin? Schwindet! Ah, da hätte ich lang muss. Bus verpasst. Und schnell durch. Die Viecher nerven. Ach komm, nicht mal getroffen. Okay. Tschüss. Ja, die spawnen aber wieder neu, ne? Weiß nicht, inwiefern sich das alles hier lohnt. Okay, aber es hat sich gelohnt, hier hin zu latschen, denn hier ist ein Schalter. Ah, okay, wir müssen erstmal in die Seiten. Okay. Okay, ja, dann kommt mal her. Aber ein bisschen plötzlich. Warum habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Freunde, manchmal weiß ich nicht, was ich tue. Manchmal einfach nicht. So, schnell. Damit wir direkt wieder rauf können. Dann, oder so. Ach komm, lass ihn leben. Kann sich wieder fortpflanzen, hat doch Spaß. Mir doch egal. Na gut, alleine wird schwierig, aber egal. Laserstrahlen und lebende Skelettköpfe. Das ist nicht meine Fantasy-Welt. Und stopp! Wir wollen nicht geröstet werden. Und ich renn rein. Und ich wurde gebissen. Ich muss meine Wunden verarzten. Und Wände freisprengen mit Geheimnissen. Wie dieser Schatztruhe, die einfach so rumliegt. Was? Wirklich? Einfach so? Keine Gegner diesmal? Egal. Elissas Schriftrolle. Ich erinnere mich, etwas über Novizen gelesen zu haben, die sich vom Orden lossagten und in die brühenden Grotten flüchteten. Sie brachen unsere Regeln und meisterten die Beschwörung von Flammengeistern. Leider kamen alle um, als sie versehentlich einen uralten Dämon in unsere Welt riefen. Nur Hexer Krokus ist mächtig genug, um ihn nochmal zu beschwören, aber ich weiß, dass er das Königreich nie so einer Gefahr aussetzen würde. Nein, er doch nicht. Ja gut, danke, dass du mir gespoilert hast. Um was es sich dann später handeln wird, um einen Dämon. Weil der wird ihn um alle Fälle. Ah, Hilfe, viele sind von euch in Tod. Der wird um alle Fälle diesen Dämon wiederbeleben. So schätze ich ihn zumindest nun mal ein. So, und ich würde euch einschätzen, dass ihr, wenn ihr so weit geschaut habt, doch bestimmt auch gerne ein Like da lassen würdet und beim nächsten Mal vorbeischauen würdet. Wenn es weitergeht, bei Blossom Tales. Dem schlafenden König, den wir versuchen, wieder zu wecken. Oh nein.
Oh nein, Freunde. Was?